Seid ihr herzlich willkommen. 8. März ist Internationale Frauentag und diese Legung passt sehr gut zum Weiblichkeit. Hier sehen wir Venus und diese Legung heißt die Göttin in dir. Wie kannst du deine weibliche Energie entfalten? Wie sehen dich anderen? Wie ist das in die Liebe? Weil Venus symbolisiert Liebe, Partnerschaft. Das ist eine allgemeine Legung, aber diese Legung kannst du auch bestellen mit vedischer Astrologie, wo wir Thema Liebe und auch deine Weiblichkeit beleuchten. Dieses Angebot gilt diese Woche und nächste Woche für halben Preis. Statt 25 Euro nur 12,50 Euro. Aus der Schweiz 15 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Die Liebe steht hier im Mittelpunkt. Das ist gerade sehr wichtig für dich, aber auch für ihn. Bleib in Vertrauen, weil die Sterne zeigen hier, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Aber vor eine Annäherung kommt und nähert sich dieser Zeitpunkt, das Treffen oder ein Neubeginn, muss etwas noch zu Ende bringen oder von etwas verabschieden. Das kann noch eine bestehende Partnerschaft sein, kann auch Gefühlen bedeuten wie Angst oder Zweifel. Hier wird aufgeräumt, etwas am Ende gebracht, dann liegt das Glück dabei und auch die Liebe. Diesem goldenen Taler kann die Finanzen symbolisieren oder Beruf, Berufung. Und diese Karte kann schon eine Neuorientierung sein oder eine berufliche Veränderung. Was die Liebe betrifft, kann diese Münze die Wertschätzung auch bedeuten und diese Wertschätzung kommt entgegen. Aber mit kleinen Schritten. Ein bisschen Geduld brauchst du noch. Hier sind Erinnerungen, romantischen Gefühlen. Kann sogar sein, jemand kehrt von Vergangenheit zurück oder jemand denkt an dich und du kennst ihn von Vergangenheit. Hier, diese Karte symbolisiert das Wasserelement. Und diese Münze symbolisiert das Erde-Element. Das harmonisiert sehr gut zusammen. Hier sind die Träume, die Wünsche und hier schon die Realität. Dieser Traum kann wahr werden und das Kind symbolisiert schon einen Neuanfang. Du kommst zum inneren Gleichgewicht und Harmonie. Wichtig ist das Vertrauen. Weil diese Karte zeigt schon Veränderungen. Die Vergangenheit werdet ihr abschließen, das zeigt diese Karte hier auch. Dann kommt eine neue Richtung und Bewegung. Die neue Ufer ist noch nicht sichtbar, aber bleib im inneren Gleichgewicht, in Vertrauen und die Sterne bringen Glück. Und die Sterne beschreiben auch im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und ihr werdet rechtzeitig diese neue Ufer erreichen. Die Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt, die neueren Leben. Und hier ist das Glück
und auch Gefühlen, familiäre Verbindungen. Was passiert in den kommenden 3 Monaten? Das sehen wir hier. Monat März, Monat April, Monat Mai. März sind noch Einschränkungen, sind auch verletzten Gefühlen. Wahrscheinlich ist genau das, was hier abschließen muss. Dann verbessert sich etwas, weil dieser Mann kommt entgegen und hat Sieg, bewegt sich in deine Richtung. Und du, wenn du eine Frau bist, nimmst du deinen Platz ein in dein Leben und herrschst du über das Wasserelement, und das symbolisiert die Gefühle. Also kommt ein guter Ausgang, auch wenn Monat März noch die Transformation ist, weil es gibt noch verletzte Gefühle, weil die neue Ufer noch nicht sichtbar ist und weil hier etwas noch abschließen muss. Und das war diese allgemeine Legung, Frauentagsorakel, die Göttin in dir. Wenn dir diese Video gefallen hat, dann freue mich, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Schreib deine Meinung im Kommentar oder besuche mich im Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici, wo ich täglich die Maya-Kalender veröffentliche. Und ich wünsche euch einen schönen Frauentag und alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.